Hallo zusammen, hier bin ich wieder. Ja, hier gibt es ein bisschen Theorie zu erledigen. Auch als Baumpfleger muss man ja seinen Papierkram erledigen. Jetzt bin ich gerade dabei, zwei, drei Gutachten zu schreiben. In diesem Fall geht es speziell um Nachbarschaftsstreitigkeiten. Immer ein sehr diffiziles Thema. Die Rechtslage ist immer noch ein bisschen schwammig. Die Gerichtsurteile, die gehen immer von bis. Bei manchen Sachen gibt es allerdings eindeutige Regeln. Wir haben jetzt gerade den Fall gehabt, der Nachbar hat sich aufgeregt. Ein Grenzbaum steht er zur Hälfte bei ihm. Also nicht der halbe Baum steht schon bei ihm mit Stamm, sondern der Baum steht ca. 30 cm von der Grenze. In dem Fall geht es einfach nur um eine Fichte und die Äste ragen halt zu ihm rüber. Sein Wunsch war jetzt, oder? Nennen wir es mal Wunsch. Er hat seinen Nachbarn aufgefordert, den Baum auf Grenze zurückzuschneiden. So, das mittels eines netten Briefes und zwar mit der Begründung, er hat sich schlau gemacht bei der UNB, bei der unteren Naturschutzbehörde, dass die Bäume auf Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden müssen. Sprich, seiner Meinung nach ist der Eigentümer dazu verpflichtet, den Baum auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. So, da kann ich euch allerdings eine relativ eindeutige Antwort zu geben. Das ist Schwachsinn. Ja, da geht natürlich definitiv der Baumschutz vor. Erstens ist das, selbst wenn der Eigentümer das möchte, also der Nachbar des Eigentümers des Baumes, erstmal ein genehmigungspflichtiger Vorgang. Eine Genehmigung für solchen Rückschnitt zu bekommen, ist ja schon recht unwahrscheinlich, weil der wäre, wie in diesem Fall, halbseitig nackig. Wird nicht passieren. Das habe ich dann, nachdem ich jetzt meinen Vororttermin hatte, der Nachbar war natürlich da und hat seinen Senf dazugegeben, auch kundgetan. Und ich habe es ja schon erwähnt, es ging um eine Fichte. Die Äste waren nicht sehr stark, waren ungefähr, sage ich mal, im Schnitt 3 Meter lang, vielleicht ein paar dreieinhalb im unteren Bereich und 5 bis 7 Zentimeter stark. Und da hatte er sich natürlich belesen. Jetzt kommen wir zu dem gefährlichen Halbwissen bei Google, dass Äste bis Unterarmstärke bis 8 cm genehmigungsfrei sind und zur Baumpflege gehören. So, soweit korrekt. Wenn wir jetzt eine Eiche zurückschneiden mit 30 Meter Kronendurchmesser, mag das stimmen. Wenn du jetzt eine Fichte hast, die nur Äste in diesem Bereich hat, dann gilt Paragraph 2. Habitusgerechter Rückschnitt. Das heißt, die Krone muss so beibehalten werden, wie es dem Baum zugestanden werden muss. Also wie er seine natürliche Wachstumsform hat. Einseitig alles wegschneiden gehört definitiv nicht dazu. So, ich höre gerade eine Säge draußen laufen. Was ist denn da los? Treibt da die Konkurrenz ihr Unwesen? Na, da gehen wir doch mal gucken. Da fällt die Konkurrenz hier vor der Tür, die Bäume. Nee, die pflegen die nur. Zumindest tun sie so. Da müssen wir noch mal gucken, ob die das vernünftig machen. Bei mir vor der eigenen Haustür. Ich dreh durch. Vernünftig gemacht hat. Eieiei, das sieht ja furchtbar aus. Ja, die drei Vor allem, weil Stunden man brauchen wir überhaupt nicht nichts mehr. erkennt. Nee, das macht er gut, das ist der Rico. Der Beste hier. Naja, neben ihm. Habe ich da ja einen Waldfriedhof Birkenwerder. Auf der Birkenwerder Seite. Ich glaube, das waren 40 oder 50 Stück gewesen, Eva entfernt. Na, das fetzt. Drumme Schnitze, was immer daran sehe. Das war das krasseste, was haben. Ein richtig heftiges Ding. Da hat der Efeu wirklich unten am Stamm einen Durchmesser von 25 cm. Ja. Hat sich dann schön, und da siehst du mal, was der im Baum anfängt. Der hat ihn wirklich schon hochgedrückt. Der hat so extrem, da waren also 4-5 cm tiefe Riefen in den Astansätzen dran, wo der sich finishen kann. Du hast es ja, wenn der Efeu flächig drauf ist am Stamm, dahinter ist es nass. Weißt du? Und dann hast du ja, und dann kraucht ja der Pilz und alle drin. Das wird ja, dann, ja. Genau. Nee, das wird ja nie trocken. Naja, meistens eigentlich nicht, wenn das ein ausgewachsener Baum ist. Das ist das Problem. Das heißt ja, der Efeu schützt den Baum vor der Sonne. Ist ja soweit auch korrekt.
aber schädig ihn. Guck mal, ich schreibe jetzt gerade Gutachten fertig, weil ich kann wieder bei so einem schönen Streitfall Rückübertragung vom Westgrundstück. Na, die kommt richtig los. Wir müssen hinten, dann baut ganz hinten vorne, müssen wir so, so und so nach vorne. Hier kann man mit dem Hacker parken. Also das wird eine richtig schöne. Heißt also, wir müssen alles rüber sein. Damit wir darüber bekommen, dann wird zwar da keine Schwierigkeiten uns erst einhandeln. Wie gesagt, wühlen wirst du selber, dauert manchmal, wenn du große Bäume hast, dauert dreimal so lange wie so ein Baum runter. Ab vorne raus. Erst wollte das behalten. Hat man natürlich entsprechend auf Länge runtergeschmissen. Schon alle zusammengepackt, klar. Eigentlich habe ich schon so viel Holz. Nehmen wir es mal doch mit. Stellen wir raus, Fell machen, Lackkarre und dass es natürlich schnell geht. Immer einer noch einen Blick auf der Schulter. Und los. Die nasse Scheiße, die du schon ins Leben geschmissen hast. Das mache ich sprechen noch Klinge schnitten, wisst ihr? Alles schon nur 40, bis der Sacker und dann war plupp, plupp, plupp. Ich glaube, wir haben einen halben Tag nur gebraucht, um den Stammholz da oben zu bügeln. Da war der Hacken noch bequemer gewesen. Dann war das Holz oben gewesen. Da kommt der Kunde raus. Ach, der Nachbar, der sagt dann, wenn das Holz dann schon oben ist, dann nimmt er das auch. Ja, ab dem Moment müssen wir dafür irgendwas berechnen. Entweder wir gehen das Holz in Verkauf rein, dass es wieder rauskommt, wenn es dann hier bleibt. Dann müssen wir dafür umfassen. Geht ja nicht. Das kostet Zeit, das kostet Material. Geht ja nicht. Da habe ich eine Birke gefällt. Das waren Fakirkissen. Ist egal, wo ich die geschnitten habe. Verstehst du? Das waren Grenzbaum gewesen und die Jörn haben über die Jahrzehnte da ihr Baumhaus reingebaut. Ich habe die Seele wieder gefeilt, setze 10 cm daneben an, schneide 15 cm ein, fängt er schon wieder an zu rattern. Ey, wirklich. Und dann irgendwann, wird dir mal erzählt? Eine Handgranate aus dem Baum. Eine Eiche? Und ich schon beim Schneiden, wisst ihr? Habe ich dann immer gesehen beim Schneiden. Oh, alles blau. Ja, dann machst du hier nochmal einen Schnitt, weißt du? So 40 cm dahinter einen Schnitt gemacht, haben sie Baumstelle noch auf Auto drauf und dann weg. War scharf. Scharf angekommen. Ich sag mal so ein 100er Nagel, den irgendwann drückst und dann knack, merkst du, ist er weg. Das ist aber, das ist ja Guss. Das sind geile Wetter, ey. Nee, nächste Woche minus 5 Grad. Und dann, ja, da sind wir schon. Dann macht das Spaß. Das ist aber bei dem Wetter hier, bist du ja irgendwann, so wie wir jetzt, bist du ja durch irgendwann. Danke für den Kaffee. Ja. Mach viel Bruder. Sag tschüss. Wir müssen. Die Pflicht ruft. Jetzt tut er wieder so, als wenn er arbeitet. So, da sind wir wieder drinnen. Kaffee haben wir serviert. So gehört sich das für die Kollegen. Ja, das war der Rico. Das ist der Baumpfleger für die Firma Vogel. Für die Firma Vogel arbeiten wir auch öfters mal, wenn es denn darum geht, ein paar Dinge abzuklettern. Ja, top Typ, voll in Ordnung. Ihr habt ihn ja gerade kennengelernt, redet wie ein Buch, aber ist ein Mann wie ein Bär. So viel erstmal zu dem Thema. Für heute sind wir damit auch schon wieder durch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder im Baum. Bis dahin. The butterfly.